Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. So, herzlich willkommen. Ich sehe schon, die ersten Teilnehmer sind schon bei uns im Webinar dabei. Ich würde sagen, wir warten noch einen kurzen Moment, bevor ich dann starte. So, guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Webinar zum Thema strukturierte Strombeschaffung mit unserem Experten Frank Reffel. Mein Name ist Lisa Heller und ich bin heute Ihre Moderatorin. In unserem heutigen Webinar behandeln wir Strombeschaffungsstrategien speziell für Gewerbetreibende. Unser Experte Frank Reffel ist aktuell im NBW Produktmanagement tätig und hat schon viele Stationen in der Energiewirtschaft durchlaufen. Ich bin beim virtuellen Kraftwerk der NBW für den Bereich Unternehmenskommunikation verantwortlich. Ja, Sie fragen sich vielleicht, was wir im virtuellen Kraftwerk genau tun. Unser virtuelles Kraftwerk ist eine digitale Plattform, auf der wir Erzeuger und Verbraucher von erneuerbarer Energie mit Märkten und Möglichkeiten der Digitalisierung verbinden. Mit unseren Produkten bieten wir Lösungen für eine dezentrale, digitale und sektorübergreifende Energiewelt. So gestalten wir die Energiewende. Ehrlich, einfach und gemeinsam. Wenn Sie weitere Informationen zu unserem virtuellen Kraftwerk oder zu den einzelnen Produkten wie Direktvermarktung, Reststromlieferung oder Power Purchase Agreements benötigen, dann besuchen Sie gerne unsere Website auf www.interconnector.de. So, bevor wir beginnen, würde ich noch auf ein paar technische Informationen für Sie als Teilnehmer des Webinars eingehen. Sie sind automatisch auf Stumm geschaltet, aber Sie können zu jeder Zeit Fragen und Anregungen über das Chatfenster stellen und eingeben. Genau. Ihre Fragen werden dann über das ganze Webinar hinweg von uns gesammelt und nach dem ersten Part von Frank werden wir eine erste Fragerunde haben, wo wir die ganzen Anmerkungen von Ihnen aufgreifen und Frank beantworten wird. Und nach dem zweiten Part unseres Experten wird es dann auch nochmal eine Fragerunde am Ende des Webinars geben, wo wir dann weitere Fragen, die gegebenenfalls bei Ihnen aufkommen sollten, beantworten werden. Genau, die Präsentation und die Aufzeichnung des Webinars werden Sie dann wie gewohnt im Nachgang per E-Mail erhalten. Und bevor wir jetzt starten, würde ich gerne eine kleine Fragerunde mit Ihnen durchführen. Und zwar möchte ich Sie fragen, ob Sie als Gewerbetreiber eigene PV-Anlagen auf Ihrem Dach haben. Da können Sie jetzt gerne einfach mal teilnehmen. Und dann schauen wir mal, was die Antwort überwiegend sein wird. Da wird fleißig abgestimmt. Haben noch nicht alle ausgefüllt. Ja, wow, 100% gewählt. Dann schließe ich mal die Umfrage und übertrage die Ergebnisse. Das ist relativ deutlich. Die meisten von Ihnen sind keine Gewerbetreibenden oder haben auch keine eigene Anlage. Aber es gibt doch auch ein paar, die es planen oder sogar schon haben. Ja, damit würde ich jetzt die Moderation an unseren Experten Frank übergeben. Genau, Frank. Gut, vielen Dank, Lisa. Dann auch von mir herzlich willkommen. Mein Name ist Frank Reffel. Vielleicht noch ganz kurz zu mir. Ich bin jetzt seit ungefähr 20 Jahren in der Energiewirtschaft tätig, habe dort verschiedene Themen begleitet, habe angefangen eigentlich mit dem Energiehandel, mich damit zu beschäftigen, was ja für heute auch ein relevantes Themengebiet ist, dann aber immer mehr eigentlich in Vertriebsthemen, Energievertrieb
Stromvertrieb, vor allem in dem B2B-Segment, was sich ja vom B2C, gerade was Produkte angeht, doch noch relativ stark unterscheidet. Habe aber auch viele IT-Themen, Prozessthemen begleitet und bin zurzeit eben tätig in der Produktentwicklung. Und wir betreuen dort den Smart Energy, ein Produkt der NBW, was eben die strukturierte Beschaffung erlaubt. Und haben dort auch das Kundenportal mit konzipiert, was eben essentieller Bestandteil ist, dieses Produkt zu unterstützen. Dann kurz zum Thema. Ich werde jetzt mal meinen Bildschirm teilen und hoffe, dass alle die Präsentation und die Folien sehen. Strukturierte Beschaffung für Gewerbetreibende. Was verstehen wir jetzt unter Gewerbetreibende? Die strukturierte Beschaffung richtet sich ein bisschen an Kunden, die einen sogenannten Lastgangzähler haben. Das ist ein Zähler, der wirklich viertelstundengenau den Energieverbrauch misst und dann auch online oder mindestens einmal am Tag an den Energieversorger überträgt. Der ist zwingend eingebaut bei Kunden, die einen Verbrauch über 100.000 Kilowattstunden haben. Bevor Sie jetzt abschalten, weil Sie ein kleinerer Verbraucher sind, würde ich Sie bitten, das vielleicht noch nicht zu tun, weil sobald die Smart Meter langsam eingeführt werden, was ja jetzt gerade der Fall ist, da wird das auch für kleinere Kunden relevant und auch Sie können dann solche Produkte voraussichtlich nutzen. Ich möchte beginnen mit einer Einleitung, so ein bisschen noch etwas zum Energiemarkt sagen, um vielleicht auch die Zuhörer abzuholen, die jetzt in den Energiemarktthemen nicht so zu Hause sind und ihnen den Einstieg in dieses Thema vielleicht etwas zu erleichtern. Das heißt, starten möchte ich mit einer recht einfachen Folie. Wir sehen das ja heute im Prinzip aus der Sicht des Verbrauchers, der eben irgendwie an den Strom kommen muss, der von einer Erzeugungsanlage erzeugt wird, sei es im Kohlekraftwerk, sei es im Windpark. Das ist jetzt für die strukturierte Beschaffung erstmal weniger relevant. Wenn wir das Ganze technisch betrachten, wird der Strom von der Erzeugungsanlage über die Netze zum Verbraucher übertragen. Wenn wir das Ganze kommerziell betrachten, haben Sie als Verbraucher in der Regel einen Vertrag mit einem Vertrieb, einem Lieferanten. Dieser Lieferant kauft für Sie den Strom ein, über den Handel, am Großhandelsmarkt, teilweise von den Erzeugern direkt. Das liegt in seiner Hand und stellt eben sicher, dass Sie den Strom zur Verfügung gestellt bekommen, den Sie verbrauchen. Und daneben schließt er auch noch einen Netznutzungsvertrag ab, weil wir das Netz brauchen, um den Strom zu übertragen. Das heißt, eigentlich haben alle von uns einen Netznutzungsvertrag, nur die meisten kennen den gar nicht, weil wir den nicht direkt sehen, weil er eben quasi in unserem Stromliefervertrag mit drin steckt, also darüber mit abgeschlossen wird. Auf der nächsten Folie möchte ich, bevor wir jetzt Richtung strukturierte Beschaffung und so weiter gehen, nochmal kurz auf die Preisbestandteile des Strompreises eingehen. Wenn man jetzt so über Strompreise spricht, dann denkt man oft so in Größenordnungen von 20 oder 30 Cent, je nachdem, ob man im Haushaltskundenbereich oder im B2B-Bereich ist. Wenn man aber an die Strombörse guckt, dann sieht man da, dass die Preise eigentlich so bei 4 Cent liegen. Wo kommt jetzt diese Differenz her? Es ist nicht so, dass sich die der Stromversorger einsteckt und da den Gewinn dran macht, sondern der Preis ist etwas anders gestaltet. Diese Darstellung hier ist aus einem Bericht der Bundesnetzagentur für das Jahr 2019 und die haben mal eine statistische Erhebung gemacht bei einem Industriekunden mit einer Abnahme von 24 Gigawattstunden. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, das ist relativ hoch. Das ist aber eben die einzige Kategorie, die in dieses Kundensegment mit Lastgangzähler fällt. Und selbst wenn Sie einen geringeren Verbrauch haben, ist es von der Preisstruktur relativ gut vergleichbar. Und wenn wir hier jetzt mal reingucken, dann haben wir hier in der Statistik einen Preis von 16 Cent. Und viele Komponenten sind aber eben ein Teil Netznutzung, über 2 Cent und dann diverse Steuern und Abgaben. Die größte, bekannteste ist sicherlich die EEG-Umlage, die wir eben alle bezahlen für die erneuerbaren Energienanlagen. Und dann gibt es noch diverse weitere Umlagen, fallen weniger ins Gewicht. Ich habe aber noch die Stromsteuer mit 2,05 Cent. Und was dann übrig bleibt und hier als vom Lieferanten beeinflussbarer Preisbestandteil bezeichnet wird, sind gerade mal 4,3 Cent. In diesen 4,3 Cent sind sowohl alle Dienstleistungen des Versorgers mit enthalten, als auch der Strom,
den der Strom an der Börse kostet, also den Preis, den Sie auch mal nachgucken können. Und das ist auch der Bestandteil, um den es eigentlich heute maßgeblich geht. Die ganzen Abgaben, Netznutzungsentgelte können Sie eigentlich nicht wirklich beeinflussen. Die sind auch bei quasi jedem Energieversorger gleich, egal wo Sie den Vertrag abschließen und egal welches Produkt Sie nutzen. Das heißt, der beeinflussbare Bestandteil sind diese 4,33 Cent. Und über die reden wir heute. Ich habe als Vergleich nochmal die Statistik für einen kleineren Kunden. Aber wie gesagt, der hat keinen Lastgang mehr. Die Preise sind halt etwas höher. Liegt vor allem an Netznutzung und Energiepreis. Aber wie gesagt, von der Struktur ist es eigentlich relativ gut vergleichbar. Als nächstes würde ich gerne kurz auf die verschiedenen Produkte, Produkttypen eingehen, die von Stromversorgern im B2B-Segment eben angeboten werden. Das kann nur ein Auszug sein, weil es eben sehr viele verschiedene Varianten gibt. Aber das erste ist eben eine sogenannte Vollversorgung zum Festpreis mit voller Mengenflexibilität. Das ist das Produkt, was Sie alle kennen, was Sie sowohl als Haushalt haben, was auch früher alle Industrieunternehmen hatten. Das heißt, Sie schließen einen Vertrag ab mit einem festen Preis. Der wird vorab festgelegt mit einer festen Laufzeit. Und der ist auch dann unabhängig davon, wie viel Sie letztendlich verbrauchen. Das heißt, auch wenn Sie im Betrieb eine dritte Schicht einführen, die Produktion erweitern, Sie bezahlen immer den vollen Preis. Das macht es natürlich für den Energieversorger etwas schwieriger, vorab einzuschätzen, wie viel Menge er denn für Sie einkaufen muss, gerade langfristig im Voraus. Deshalb sind dann immer mehr Produkte aufgekommen, wo der Versorger ein sogenanntes Toleranzband vereinbart. Das heißt, es wird eine Toleranz von 10 oder 20% vereinbart. Und solange Sie in dieser Toleranz mit Ihrem Verbrauch bleiben, also sagen wir, Sie haben einen Verbrauch von einer Gigawattstunde und Sie brauchen bis zu 10% mehr, wird das alles zum gleichen Preis abgerechnet. Aber sobald Sie aus dieser Toleranz herausgehen, also entweder mehr als 10% verbrauchen oder aber unter 90% des prognostizierten Verbrauchs fallen, normalerweise aufs Jahr oder auf den Monat gerechnet, dann rechnet der Energieversorger diese Mengen entweder zu Marktpreisen zuzüglich eines Dienstleistungsentgelts ab oder wenn Sie weniger verbrauchen, müssen Sie eine gewisse Kompensationszahlung leisten. Letztendlich wird es in der Regel teurer, wenn Sie eben aus diesem Toleranzband mit dem Verbrauch herausfallen. Was sich dann in den letzten Jahren immer mehr entwickelt hat, sind die sogenannten Indexverträge oder Tranchenmodelle. Unterscheiden sich dahingehend, dass der Preis nicht bei Vertragsabschluss konkret festgelegt wird, sondern man einigt sich auf eine sogenannte Preisformel. Und dann haben Sie im Nachgang als Kunde die Möglichkeit, den Energieversorger zu kontaktieren. Und sagen wir, Sie haben 4 oder 8 Tranchen vereinbart, dann gibt es eben 4 Zeitpunkte, zu denen Sie den Versorger anrufen oder über ein Kundenportal kontaktieren und sagen, heute würde ich gerne den Preis für eine Tranche fixieren. Und im Mittel erhalten Sie dann den Durchschnittswert aus diesen 4 oder 8 Preisfixierungen. Das heißt, bevor Ihr Lieferzeitraum beginnt, steht der Preis fest. Aber wie gesagt, Sie bekommen eben nicht den einen Preis, der ermittelt würde bei Vertragsabschluss, sondern den Durchschnitt aus mehreren Preisen, die zu verschiedenen Zeitpunkten in der Regel festgelegt werden. Hat den Vorteil, dass Sie das Preisrisiko streuen und ein bisschen das Risiko mindern, dass Sie den Vertrag vielleicht abschließen zu einem Zeitpunkt, wo gerade eine Preisspitze auftritt. So können Sie dieses Risiko eben etwas vermindern. Eine gewisse Sonderstellung nehmen die Fondsmodelle, Beschaffungsgemeinschaften und ähnliche Modelle ein. Dort versucht ein Dienstleister für Sie einen möglichst guten Preis zu erwirtschaften. Hat ein bisschen den Nachteil, dass er Ihnen vorher natürlich nicht genau sagen kann, welcher Preis erzielt wird. Und das Ganze ist oft relativ schwer nachvollziehbar, wie sich dieser Preis ermittelt. Soll aber nicht heißen, wenn das jemand macht und erfolgreich durchführt, dann kann man dadurch durchaus auch attraktive Preise erreichen. Und das andere, worauf wir heute auch eingehen wollen, ist die sogenannte strukturierte Beschaffung. Dort übernehmen Sie als Kunde eben einen Teil dieser Aufgaben und entscheiden selbst flexibel, welche Mengen Sie zu welchen Zeitpunkten beschaffen möchten. Und dort gibt es eben auch wiederum verschiedene Ausprägungen, auf die wir noch eingehen. Als letzte Möglichkeit der Stromversorgung habe ich noch die und
bewusst etwas abgesetzt, die Gründung eines eigenen Energieversorgers aufgeführt. Und das ist für ganz große Kunden möglich, für die meisten Teilnehmer heute wahrscheinlich nicht, aber eine ThyssenKrupp, eine Evonik, die haben ihre eigenen Töchterunternehmen, die sich um nichts anderes kümmern als um die eigene Energieversorgung. So, auf der nächsten Folie nochmal kurz etwas zum Strom als Produkt und zum Markt, auf dem Strom gehandelt wird. Durch die Liberalisierung ist der Strom zu einem Terminmarktprodukt geworden und kann gehandelt werden wie Gold, wie Aktien, wie Öl. Hat aber noch ein paar Besonderheiten, nämlich der Strom ist unterschiedlich viel wert, je nachdem, wann Sie den benötigen. Kann man vergleichen, wenn Sie einen Urlaub buchen und Sie buchen den in den Schulferien, ist er in der Regel deutlich teurer, als wenn Sie den in einer Nebensaison buchen. Genauso ist es beim Strom. Wenn Sie den zu Geschäftszeiten benötigen, wenn eben alle Strom benötigen, ist er teurer als an einem Feiertag, wenn der Wind stark weht, die Leute nicht arbeiten und der Stromverbrauch insgesamt in Deutschland relativ gering ist. Mit der Liberalisierung hat man Märkte eingeführt, unter anderem eben auch eine Strombörse, die heißt EEX, European Energy Exchange, die eben für den Börsenhandel des Stroms in Deutschland zuständig ist. Und die ist ganz wichtig für die Liberalisierung, weil es dadurch eben möglich ist, Strom zu kaufen, ohne dass man ein eigenes Kraftwerk bauen muss, was eine sehr große Investition darstellt. Die Börse unterteilt sich in zwei verschiedene Märkte, den sogenannten Terminmarkt und den Spotmarkt. Bei dem Terminmarkt können Sie weit im Voraus Strom kaufen, allerdings in standardisierten Produkten. Das heißt, es sind normalerweise Bandlieferungen mit einer festen Leistung über einen bestimmten Zeitraum. Das heißt, Sie könnten jetzt für das Lieferjahr 2021, 2022 Strom zu einem festen Preis kaufen und der wird Ihnen dann auch garantiert. Dort gibt es in der Regel Quartale, Monate, Jahre. Aber wie gesagt, standardisierte Produkte, die Sie eben weiter im Voraus kaufen können. Auf der anderen Seite gibt es den Spotmarkt. Dort wird jeden Tag der Preis für jede Stunde des Folgetages festgelegt. Das heißt, Sie haben einen Teil des Stroms am Terminmarkt beschafft und brauchen dann aber in einzelnen Stunden, weil Sie ja kein gleichmäßiges Profil normalerweise haben, brauchen Sie mehr Strom oder Sie haben zu viel gekauft, den Sie jetzt wieder abverkaufen wollen. Das ist über den Spotmarkt möglich und heute Mittag werden die Preise festgelegt, die jede Stunde Strom am nächsten Tag wert ist. So, bevor ich jetzt auf die strukturierte Beschaffung eingehe, würde ich gerne nochmal einen kurzen Auszug darüber geben, was eigentlich ein Energieversorger macht, was der für Aufgaben hat, weil sie eben, wenn sie so eine strukturierte Beschaffung einen Vertrag dazu abschließen, übernehmen sie eben einen Teil der Aufgaben selber. Es gibt aber auch viele Aufgaben, die weiterhin beim Energieversorger verbleiben, weil eben die Energiebeschaffung und die Stromversorgung nicht ihr Kerngeschäft ist und sie sich auch gar nicht um alles kümmern wollen in der Regel. Der Energieversorger schließt das, was er zuerst macht, wenn sie einen Stromvertrag abschließen oder schon vorher ist, er macht eine Langfristprognose. Das heißt, er überlegt sich, aufgrund ihres Vorjahresverbrauchs, wie viel Energie sie in welchem Moment verbrauchen werden. Da Energieversorger typischerweise sehr risikoscheu sind, versucht er dann, diesen Energiebedarf möglichst 1:1 direkt einzukaufen. Da die Lieferung noch in der Zukunft liegt, steht ihm dazu nur der Terminmarkt zur Verfügung. Das heißt, er versucht es mit Bändern nachzubilden, möglichst genau, und deckt sich dementsprechend ein. Wenn jetzt die Lieferung oder der Liefertermin näher heranrückt, dann detailliert er die Langfristprognose und macht eine Kurzfristprognose. Die ist genauer, weil er eben heute besser weiß, was sie morgen verbrauchen, als 1 oder 2 Jahre im Voraus. Und dann, wie eben erwähnt, kann er diese Schwankungen, das heißt die Mengen, die er noch nicht am Terminmarkt eingedeckt hat oder zu viel beschafft hat, am Spotmarkt glattstellen. Der Intraday ist noch ein weiterer Markt, wo man während des Tages immer noch handeln kann, ist aber für heute eigentlich weniger relevant, weil sie dann eigentlich so nah dran sind und sich dann wirklich jeden Tag mit der Stromversorgung beschäftigen müssten. Macht man normalerweise nicht in der strukturierten Beschaffung, das bleibt weiterhin beim Versorger. Und der Versorger
führt eben ein gewisses Risikomanagement durch. Das heißt, er beobachtet seine Kunden, die Verbräuche der Kunden, die Marktpreise, so dass er eben seinen Kunden die zugesicherten Preise auch zu denen beschaffen und den Strom liefern kann. Daneben hat er noch ein paar operative Aufgaben, unter anderem das Fahrplan- und Bilanzkreismanagement. Dort muss er dem Netzbetreiber jeden Tag sagen, wie viel Energie seine Kunden viertelstundengenau verbrauchen. Das ist einerseits eine operative Tätigkeit, andererseits hat es aber die Folge, wenn diese Prognose nicht zutrifft, dann werden die Kunden ja trotzdem beliefert, bekommen trotzdem ihren Strom, den stellt dann der Netzbetreiber zur Verfügung, verrechnet ihn aber dem Versorger oft zu einem höheren Preis. Das heißt, der Versorger hat das Interesse, eine möglichst gute Prognose zu machen, weil jede Abweichung von dieser Prognose kann ihn eben Geld kosten. Aber dieses Risiko nimmt der Versorger für Sie in der Regel bei den meisten Verträgen. Daneben wickelt er noch die Netznutzung ab. Habe ich auf meiner ersten Folie was dazu gesagt, dass er eben dazu einen Vertrag abschließt. Und diese ganzen Bestandteile führt er letztendlich zusammen in der Abrechnung, die er Ihnen jeden Monat erstellt und den gelieferten Strom in Rechnung stellt. Das kurz als Überblick jetzt zum Energiemarkt und was tut eigentlich ein Stromlieferant. Worüber wir jetzt noch hauptsächlich sprechen, ist die Energiebeschaffung, weil Sie eben durch die strukturierte Beschaffung einen Teil, gerade dieses Agieren am Terminmarkt, eben selbst übernehmen können. Es gibt verschiedene Ausprägungen der strukturierten Beschaffung. Das eine, wie gesagt, ist das Einkauf der Mengen am Terminmarkt. Das andere wäre noch die Prognose. Das heißt, es gibt Modelle, wo Sie als Kunde die Prognose selbst übernehmen. Ist aber eigentlich nur für wirklich sehr große Kunden von Relevanz, weil so eine Prognoseerstellung doch relativ aufwendig ist. Und die meisten Kunden möchten so etwas nicht machen oder haben auch gar nicht die Mittel, das zu tun. Auf der anderen Seite ist es eben das Kerngeschäft eines Versorgers, so etwas zu machen. Der hat die Tools dazu, der hat die Erfahrung und kann das eben relativ gut machen. Was macht der Lieferant? Er guckt sich historische Verbräuche an. Er hat dann auch Informationen vom Kunden über Betriebsferien, über Zweischicht-, Dreischichtbetrieb. Und aktuell guckt er eben auch das Wetter an. Weht der Wind stark? Habe ich vielleicht eine Elektroheizung, was den Stromverbrauch steigern kann? Also da gibt es sehr viele Einflüsse. Was bedeutet das, wenn das ein Kunde selber machen müsste? Dann müsste er jeden Tag an den Lieferanten diese Prognose übermitteln. Und zwar im Stunden- oder eigentlich sogar im Viertelstundenprofil. Das heißt, für jede Viertelstunde des Folgetages angeben, wie hoch sein Verbrauch dort sein wird. Und wie eben kurz erwähnt, dadurch, dass der Kunde diese Prognose macht, sagt der Versorger natürlich, okay, wenn du da falsch liegst und das kostet Geld, das gebe ich dann auch weiter an dich. Und das ist das sogenannte Ausgleichsenergierisiko. Das heißt, die Abweichung zwischen Prognose und Istverbrauch, die eben der Netzbetreiber dem Versorger und bei diesem Modell dann eben auch der Versorger den Kunden in Rechnung stellen würde. Und er würde diese Ausgleichsenergiepreise dann eben direkt an den Kunden weitergeben. Die meisten Kunden wollen das nicht, weil sie sich eben A, diese operative Tätigkeit nicht jeden Tag durchführen möchten und weil sie sich damit eben auch oft nicht auskennen, nicht die richtigen Tools haben, dass sie das exakt prognostizieren könnten. Deshalb gucken wir heute eigentlich hauptsächlich den Teil an, wo sich der Kunde bei der strukturierten Beschaffung lediglich um die Preisbildung kümmert. Und das ist schon eine Aufgabe, die ja auch Zeit in Anspruch nimmt. Man kann aber durchaus steuern, wie viel Zeit man dort auch reinstecken möchte. Das heißt, was machen Sie? Sie haben eine Prognose, die kann auch der Energieversorger für Sie quasi erstellen, stellt er Ihnen zur Verfügung. Und dann entscheiden Sie selber, welche Produkte und welche Menge Sie zu welchem Zeitpunkt am Terminmarkt beschaffen möchten. Und sobald Sie die beschafft haben, hat diese Menge eben auch einen festen vereinbarten Preis, mit dem Sie planen können. Es stehen, wie gesagt, am Terminmarkt typischerweise Jahre, Quartale und Monate zur Verfügung. Es gibt manchmal noch Wochenprodukte, aber die sind weniger häufig. Und Sie können in der Regel bei Verträgen zur strukturierten Beschaffung entweder an der Börse einkaufen, das heißt, Sie bekommen den Börsenpreis, oder OTC. OTC ist quasi ein Preis, den Ihnen der Versorger oder ein anderer Handelspartner zur Verfügung stellt.
und den Sie vereinbaren, der sich aber normalerweise an den gleichen Preisen orientiert wie an der Börse, aber eben leicht abweichen kann und nicht ganz so transparent ist, weil Sie den nirgendwo direkt nachgucken können. Als Lieferprofile stehen Ihnen zwei Produkte typischerweise zur Verfügung. Das eine ist eben ein Band mit einer konstanten Leistung, nennt sich am Großhandelsmarkt Base. Und das andere ist das Peak-Produkt. Das liefert nur zu Geschäftszeiten, das heißt werktags von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends, weil das eben die Zeit ist, wo die meisten Industrieunternehmen Strom benötigen. Und aus diesen beiden Produkten können Sie Ihren Lastgang, Ihren Verbrauch relativ gut nachbilden. Das Ganze kann man ungefähr bis zu 3 Jahre im Voraus machen. Je näher Sie rankommen, sind dann auch Quartale und Monate verfügbar. Quartale in der Regel 12 bis 15 Monate vor Liefertermin, Monate 3, 4, 5 Monate im Voraus. Und das Schöne ist, dann haben Sie ja noch den Spotmarkt, wo stundengenau glattgestellt wird, Ihr Verbrauch und die Differenz zu dem, was Sie am Terminmarkt beschafft haben. Das Gute ist aber, da müssen Sie sich in der Regel nicht direkt drum kümmern. Und dadurch, dass der Energieversorger für Sie die Prognose übernimmt, guckt er, was hat mein Kunde am Terminmarkt gekauft und den Rest kaufe ich einfach oder verkaufe ich am Spotmarkt. Das heißt, Sie konzentrieren sich auf den Terminmarkt und müssen sonst erstmal nichts machen. Intraday-Markt, habe ich vorhin schon gesagt, spielt hier eigentlich eine untergeordnete Rolle, bedient sich, wenn dann, der Versorger selbst. Und es gibt auch Kunden, die sagen, ich kaufe am Terminmarkt nichts. Es geht alles in den Spotmarkt. Kann man sich fragen, ob das da noch strukturierte Beschaffung ist. Aber es ist zumindest eine Strategie, eine Herangehensweise, die man fahren kann, was auch viele kleinere Kunden machen. Und es war in der Vergangenheit auch nicht immer die schlechteste Strategie. Aber viele Kunden fahren eben so einen Mittelweg, beschaffen einen Teil am Terminmarkt, um sich ein bisschen abzusichern, den Preis in einer gewissen Größenordnung 50%, 70% schon mal einzukaufen und der Rest geht eben in den Spotmarkt. So, dann bin ich auch durch meine Folien fast schon durch. Das ist meine letzte Folie, wo ich nochmal Ihnen eine Preisentwicklung zeigen möchte. Und zwar an dem Beispiel des Lieferjahres von 2019, um auch nochmal ein bisschen aufzuzeigen, warum machen wir das überhaupt oder warum sollten Sie ein Produkt abschließen der strukturierten Beschaffung. Wie gesagt, hier geht es um das Lieferjahr 2019. Hier links ist die Kurve abgetragen, zu welchem Preis ich an der Strombörse während des Jahres 2018 das Lieferjahr 2019 kaufen konnte. Also eine Grundlast ist das. Wenn ich das im Januar eingekauft hätte, dann hätte ich da einen Preis von 3,5 Cent bekommen können. Der ist dann noch ein bisschen gesunken, hätte ich aber erst im Oktober beschafft, wäre der Preis bei 5,5 Cent gelegen. Das heißt schon deutlich höher. Und Sie haben eine relativ starke Schwankung. Allerdings wissen Sie eben in der Regel nicht, wie sich der Preis weiterentwickelt. Das heißt, hätten Sie hier zu diesem Zeitpunkt einen Festpreis abgeschlossen, wäre das sicherlich gut gewesen, weil Sie sich den niedrigen Preis für das ganze Jahr gesichert hätten. Wenn Sie aber erst im Oktober dran gewesen wären, hätten Sie eben einen teuren Preis für das ganze Jahr eingeloggt und auch von späteren Preissenkungen nicht mehr profitiert. Wenn man jetzt während des Lieferjahres sich hier rechts anguckt, was der Spotmarktpreis gemacht hat, dann war der im Januar noch relativ hoch bei ungefähr knapp 5 Cent, im März recht tief, knapp über 3 Cent und im Mittel hat er sich irgendwo bei 3,8 Cent eingependelt. Das heißt, hier wären Sie zum Beispiel mit der Strategie, ich kaufe gar nichts am Terminmarkt, ich lasse alles in den Spot laufen, gar nicht schlecht gefahren. Das Ganze ist natürlich nur ein Beispiel. Und bei der strukturierten Beschaffung hätten Sie eben die Möglichkeit, einen Teil des Stroms hier einzukaufen, einen Teil hier, gut, vielleicht auch einen Teil hier und den Rest in den Spot laufen zu lassen. Und dadurch bekommen Sie eben einen Durchschnittspreis. Sie haben aber die Möglichkeit, das Risiko zu reduzieren, dass Sie eben den ganzen Strom zu einem sehr hohen Preis bezahlen müssen, weil Sie eben bei Vertragsabschluss einfach einen schlechten Zeitpunkt erwischt haben. Noch was anderes, warum macht man so eine strukturierte Beschaffung? Der Energieversorger, sieht man auch gut an dieser Kurve, muss ja bei einem Festpreis den Preis für den gesamten Lieferzeitraum garantieren. Dafür verlangt er gewisse Risikoaufschläge,
weil eben keiner weiß, wie sich der Preis entwickelt. Diese Risikoaufschläge bezahlen Sie, das ist wie eine Versicherungsprämie. Das andere ist, er weiß nicht genau, wie viel Sie verbrauchen. Auch dafür bezahlen Sie wiederum Risikoaufschläge. Und die können Sie reduzieren bei einer strukturierten Beschaffung, weil der Versorger eben nicht für Sie die Energiemenge einkauft, sondern Sie dies selber steuern können. Ein anderer Punkt ist noch die Flexibilität, wo wir auch nochmal zu der PV-Anlage zurückkommen. Wenn Sie zum Beispiel eine PV-Anlage planen oder auch ein BHKW und Sie wissen aber noch nicht genau, mache ich das im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr und Sie fragen beim Versorger einen Preis ein, dann tut er sich relativ schwer, weil dann welche mehr endlich noch verbrauchen. Bei so einer strukturierten Beschaffung ist das anders. Dort beschafft er nicht für Sie. Dort können Sie entscheiden, ich beschaffe vielleicht erstmal nur 50%. Und wenn die PV-Anlage dann kommt, dann deckt die eben einen Teil dieses Verbrauchs ab. Wenn sie ein Jahr später kommt, kann ich immer noch nachkaufen. Ich habe so hohe Flexibilität, ohne dass ich dafür Risikoaufschläge an den Versorger bezahlen muss. So viel zunächst zu meinem ersten Block. Dann würde ich für Fragen jetzt gerne zurückgeben an die Lisa. Genau. Ja, vielen Dank, Frank, für deine Einblicke in die Strombeschaffungsstrategien. Nach diesem ersten Teil des Expertenvortrags von uns gibt es jetzt eben Zeit für die Fragerunde. Wir haben schon eine erste Frage erhalten. Frank, die würde ich dir jetzt einfach mal vorlesen. Es geht um die Übersicht der Bundesnetzagentur. Hier fragt ein Teilnehmer, sind Grundpreisbestandteile in Klammern Euro pro Jahr hier umgerechnet in Cent pro kWh? Die sind da reingerechnet, genau. Das sind im Prinzip Gesamtkosten, die da angegeben werden. Und der Grundpreis, der geht in diesen Bestandteil mit den 4,33 Cent, wird da eben reingerechnet. Manche Versorger berechnen den Grundpreis, andere machen das ohne Grundpreis. Da gibt es eben alle Modelle. Das ist alles dort mit enthalten, ja. Super. Weitere Fragen gibt es bisher nicht. Ich würde jetzt einfach noch mal kurz abwarten. Sie können gerne das Chatfenster benutzen, um Ihre Fragen zu stellen, sollte sich was ergeben haben im Laufe des ersten Teils. Genau, ansonsten hätte ich eine kurze Frage noch mal für Sie. Und zwar, muss ich gerade kurz gucken, ob das hier... Ja, sichtbar ist. Genau. Ist Ihr Stromverbrauch größer als 100.000 Kilowattstunden pro Jahr? Da werden wir mal interessiert, was Sie antworten. So, da haben schon einige mitgemacht. Ich warte noch ganz kurz. So, genau, die Antwort ist nicht ganz eindeutig, aber geht in Richtung Nein. Genau. Also ich kann die Antwort nicht sehen, Lisa. Du müsstest die vielleicht vorlesen. Genau, also 43% der Teilnehmer sagen ja, der Stromverbrauch ist größer als 100.000 Kilowattstunden pro Jahr und 57% sagen nein. Ich hoffe, alle anderen Teilnehmer können das sehen, aber genau für dich, Frank. Dann habe ich noch eine zweite Frage. Nämlich, kommt für Sie ein Produkt in Frage, bei dem der Preis erst im Laufe der Vertragslaufzeit festgelegt wird? Hier auch einmal mit Ja oder Nein beantworten, bitte. Also vielleicht zu den 100.000 Kilowattstunden kurz. Ich hatte es ja eingangs gesagt, das Produkt richtet sich aktuell tendenziell an die Kunden, die eben einen höheren Verbrauch und damit einen Lastgangzähler haben. Aber wie gesagt, durch diese Smart Meter werden viel mehr Kunden eben die Möglichkeit erhalten, auch solche strukturierten Produkte abzuschließen. Und es gibt eben spezielle Anschlüsse, gerade wenn man vielleicht eine direkt vermarktete PV-Anlage hat, wo man dann sowieso einen Lastgangzähler benötigt. Oder auch bei Schnellladesäulen ist das teilweise der Fall, sodass also immer mehr Kunden die Möglichkeit bekommen werden, einen Vertrag nach diesem Modell auch abzuschließen. Mhm.
Ich schließe die Umfrage mal und übertrage. Genau, und für 68% unserer Teilnehmer kommt es in Frage, bei dem Preis oder den Preis erst im Laufe der Vertragslaufzeit zu erfahren oder festzulegen. Und für 32% kommt es eher nicht in Frage. Die haben Nein geklickt. Genau, also ich würde sagen, das ist eine relativ deutliche Entscheidung. Und vielleicht hast du, Frank, da auch jetzt ein bisschen Einblicke gegeben und da die Vorurteile etwas schmälern können. Wir haben jetzt gerade auch noch eine Frage bekommen. Kann sie nicht so, genau. Und zwar, welche Voraussetzungen benötige ich, damit ich an einer strukturierten Beschaffung teilnehmen kann? Also wie gesagt, die Grundvoraussetzung ist vor allem eigentlich der Lastgangzähler, weil wenn ich keinen Lastgangzähler habe, sondern wie ich das aus dem Haushalt kenne, der wird nur einmal im Jahr abgelesen, dann kann ich natürlich auch nicht strukturiert einkaufen oder auch ich kann gar nicht so abgerechnet werden. Aber sobald ich eben einen Lastgangzähler habe, gibt es Versorger, die solche Modelle eben anbieten. Und ich sag mal, früher haben sich die Produkte eher an sehr, sehr große Kunden gerichtet. Inzwischen machen das aber auch immer mehr kleinere, also nicht mehr nur ein Großverbraucher wie ein Daimler oder so, sondern es gibt China-Restaurants, Hotels, Fitnessstudios, die solche Zähler eben auch haben, weil sie einen höheren Verbrauch haben und die durchaus auch solche Produkte abschließen. Und wie gesagt, gerade die kleineren, die agieren dann auch oft gar nicht an dem Terminmarkt, sondern sehen das als günstiges Produkt, wo sie eben weniger Aufschläge haben und sie tragen das Risiko, dass sie im Spotmarkt auch mal einzelne Stunden haben, die dann auch teuer sind, aber es gibt eben auch sehr günstige Stunden und die fahren dann eben oft ein reines Spotmodell. Aber man hat eben die Flexibilität jederzeit, gerade wenn es vielleicht auch politisch oder in der Wirtschaft irgendwelche Bewegungen gibt, die eben Preissteigerungen, Preissprünge nach unten oder oben nach sich ziehen, dennoch flexibel zu sein und eben einen Teil am Terminmarkt einzukaufen und den Preis einzulocken. Okay, vielen Dank, Frank. Bis jetzt haben sich keine weiteren Fragen ergeben. Hier nochmal der Appell an Sie, wenn es welche geben sollte, können Sie die auch gerne im weiteren Verlauf jetzt des Vortrags stellen. Wir sammeln die wieder und dann, da kommt gerade nochmal eine rein. Mhm. Und zwar, kann ich mir einen Smart Meter beantragen, um einen entsprechenden Tarif anzunehmen? Also wie gesagt, die Smart Meter, die kommen ja allmählich und es gibt dann irgendwann auch die Einbaupflicht ab einer gewissen Größe. Ich muss sagen, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich das schon selber machen kann. Was ich aber machen kann, also gerade wenn ich vielleicht so an der Grenze dieser 100.000 bin, ich bin vielleicht bei 80.000 oder 70.000, dann kann ich beim Netzbetreiber auch beantragen, dass ich gerne so einen Lastgangzähler hätte. Und der wird sich in der Regel nicht weigern, den einzubauen. Und dann kann ich solche Produkte eben auch nutzen. Wir haben gleich nochmal zwei weitere Fragen. Und zwar, wäre nicht jetzt eine gute Gelegenheit, zu relativ niedrigen Preisen den Bedarf für ein Folgejahr fix zu sichern? Da würde ich gerne nochmal auf meine letzte Folie gehen, weil das ist eine Frage, die kommt in der Tat häufig vor. Mhm. Und die Frage ist, was ist ein niedriger Preis? Ja, der ist aktuell niedrig. Ist aber auch je nachdem, wie Sie den angucken, für 2022, 2023 ist er schon nicht mehr ganz so niedrig. Und wenn Sie sich die Preiskurve hier angucken, gut, hier zum Beispiel haben Sie auch so eine Preissenkung über einen knappen Monat hinweg. Frank, und dort dachte man vielleicht auch, ja. Man sieht, man sieht das nicht. Ah, okay. Ich glaube, du musst es noch übertragen. Dann mache ich das nochmal. Mhm. Ja. Also das war die letzte Folie, die ich gezeigt hatte. Und die Frage ist immer, was ist ein niedriger Preis, was ist ein hoher Preis? Und Sie müssen sich das vorstellen, Sie wissen nicht, wie die Kurve weitergeht. Das heißt, hier zum Beispiel sah es auch aus wie ein niedriger Preis. Es ging dann auch nochmal hoch, aber es geht auch nochmal runter. Und auch vor der Finanzkrise, da hat man immer nur noch mit steigenden Preisen gerechnet. Die lagen bei 18, 19.
und sind dann nochmal runtergegangen bis auf 2 Cent, 3 Cent. Aber auch bei 5 Cent dachten die Leute erstmal nicht, dass es noch weiter runtergeht. Das heißt, es ist sehr schwierig, wirklich diesen Zeitpunkt optimal zu treffen. Und da bietet eben so ein Produkt zur strukturierten Beschaffung eben eine weitaus höhere Flexibilität. Lassen Sie doch jetzt den Preis nutzen, den vermeintlich tiefen, und Sie beschaffen vielleicht ein Drittel Ihrer Menge oder die Hälfte und warten aber mit dem Rest nochmal ab, was passiert. Auch gerade mit Corona wissen ja auch viele Unternehmen nicht, wie schnell die Wirtschaft und vor allem wann sie wieder anläuft. Und es lässt sich eben schwer planen, wann sie den Strom benötigen und wie viel. Und da ist man mit so einem Produkt eben relativ flexibel. Wo Sie sicher recht haben, wenn Sie den tiefsten Zeitpunkt erwischen, um einen Festpreisvertrag abzuschließen, dann haben Sie einen guten Deal gemacht. Allerdings weiß man das eben immer erst in der Nachbetrachtung. Ich habe noch eine letzte Frage, mit der würde ich die erste Fragerunde dann jetzt schließen. Und zwar, welche ist die Vertragslaufzeit für die strukturierte Strombeschaffung? Also ist eigentlich wie bei anderen Verträgen auch, also im B2B-Segment sind es typischerweise Jahre, das heißt ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre sind so die üblichen Vertragslaufzeiten. Und das hängt eben auch ein bisschen davon ab, wie weit im Voraus ich Strom beschaffen möchte. Wenn ich eben jetzt einen Vertrag habe für nur ein Jahr, zum Beispiel für 2021, kann ich jetzt für 2021 Strom beschaffen, aber natürlich für 2022 nicht, weil ich ja da keine Vertragsbindung mit meinem Versorger habe. Das heißt, sobald ich 2022 eben auch einkaufen möchte, muss ich meinen Vertrag verlängern oder einen neuen Vertrag abschließen und kann dann eben auch Energie beschaffen. Aber es ist auch ist eine gute Frage, weil das ist wirklich für viele Kunden der Auslöser, den Vertrag dann auch zu verlängern oder auch neu abzuschließen. Und es ist wirklich so, gerade jetzt, wo die Preise eben auch gefallen sind, haben das viele Kunden genutzt, um eben entweder Energie zu beschaffen oder aber auch ihren Vertrag zu verlängern. Super. Sollten es jetzt noch weitere Fragen geben, Ihrerseits, der Teilnehmerseite, dann gerne weiterhin stellen. Ich sammle die wieder für unsere zweite, letzte Fragerunde dann am Ende. Genau, dann würde ich jetzt zum zweiten Part des Webinars übergehen. Nun haben Sie ja im ersten Teil schon einiges über das Thema Strombeschaffung erfahren und im zweiten Abschnitt wird Frank jetzt zeigen, wie eine strukturierte Beschaffung am Beispiel des Smart Energy Kundenportals erfolgen kann. Und damit übergebe ich wieder an dich, Frank. Vielen Dank, Lisa. Genau, die Idee ist, im ersten Teil haben wir Ihnen jetzt einiges erzählt zur strukturierten Beschaffung. Das Ganze war aber doch etwas theoretisch. Und jetzt würden wir eben gerne unser Kundenportal nutzen, um Ihnen nochmal am praktischen Beispiel zu zeigen, wie das Ganze eben in der Praxis aussehen kann, was Sie dann überhaupt selbst machen können oder müssten und wie Sie dadurch auch durch ein IT-Tool unterstützt werden können. Hier haben wir mal unser Demosystem aufgerufen. Was Sie hier sehen, ist erstmal der Verbrauch, das heißt in die Vergangenheit. Sie sehen hier, wir sind heute am 21. Normalerweise haben wir die Daten bis zum Vortag, also bis zum 20. Im Demosystem dauert es manchmal etwas länger. Das heißt, wir haben aber alle Daten, und zwar 5 Stunden genau, können Sie hier oben sehen, wie viel Energie in jeder Viertelstunde verbraucht wurde. Und in diesem Beispiel sieht man eben auch, also die gelbe Kurve ist wie gesagt Ihr Verbrauch. Das ist so ein typischer Lastgang von produzierendem Gewerbe oder B2B-Gewerbe, die eben am Wochenende nicht arbeiten und geringen Verbrauch haben, Montag bis Freitag tagsüber die Spitze haben und nachts eben weniger Strom verbrauchen. Und Sie sehen hier im Hintergrund diese kleinen grauen Blöcke. Das ist das, was in diesem Beispiel am Terminmarkt eingekauft wurde. Ich klicke jetzt mal die Preiskurve dazu. Das ist der Spotmarktpreis, wie der sich entwickelt hat. Wir haben mit Grau dann noch die Kosten, ist im Prinzip Menge mal Preis. Aber wenn man sich das Ganze mal anguckt, dann sieht man zum Beispiel hier am Wochenende gab es jetzt einen Zeitpunkt, da ist am Terminmarkt sind 60 Kilowatt Leistung eingekauft worden, zu einem Preis von 4,2 Cent. Und man hat etwas weniger Energie gebraucht als am Terminmarkt eingekauft.
Das heißt, im Spotmarkt gab es dann auch 7,5, ja, eben waren es 7,7 Kilowatt, die verkauft wurden. Der Preis war hier relativ niedrig, das ist jetzt natürlich schlecht für mich finanziell, aber die sind eben automatisch am Spotmarkt abverkauft worden. Wenn man sich mal noch einen anderen Zeitpunkt anguckt, zum Beispiel mit einem höheren Preis, dann sehe ich hier am 16. März um 19 Uhr habe ich 75 Kilowatt am Terminmarkt eingekauft für einen Preis von 4,46 Cent. Und ich musste am Spotmarkt noch etwas dazu kaufen, nämlich 77 Kilowatt zusätzlich. Die waren hier relativ teuer mit 6,19 Cent. Und bezahlt habe ich dann zum Schluss eben einen Mischpreis. Es gibt aber auch durchaus, hier sehen Sie, der Spotmarktpreis liegt relativ oft eben auch unter dem Terminmarktpreis. Hier hat die Energie am Spotmarkt nur 0,69 Cent gekostet. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel sich den März angucken in Summe, dann hat dieser Beispielkunde 106.000 Kilowattstunden verbraucht und im Durchschnitt 3,4 Cent bezahlt, auch bedingt durch relativ günstige Spotmarktpreise, weil am Terminmarkt hat ihn die Energie schon über 4 Cent gekostet, die er dort, ja, hier sind es vielleicht 40%, 50% knapp, die er dort eingekauft hat. Das ist die Verbrauchssicht, das ist eine Sicht in die Vergangenheit, wo Sie eben auch Ihren Stromverbrauch nochmal analysieren können. Ein weiteres Feature ist, dass Sie den Spotmarktpreis immer schon einen Tag in die Zukunft kennen. Das heißt, heute ist der Preis für den ganzen Tag schon bekannt. Heute Nachmittag um 18 Uhr zum Beispiel haben Sie einen Preis von 0,5 Cent am Spotmarkt. Die Preise für den 22. werden, wie gesagt, heute Mittag um 12 ist die Auktion festgelegt und sind dann mit etwas Verzögerung auch hier in dem Portal sichtbar. Das, wie gesagt, so ein bisschen die Sicht in die Vergangenheit, die aber auch von Bedeutung ist, um eben in die Zukunft zu planen. Wenn ich jetzt strukturiert beschaffe, mache ich das, wie vorhin gesagt, am Terminmarkt. Das heißt, ich gucke mir am Terminmarkt ein, welche Mengen ich kaufen möchte. Wir hatten schon gesagt, am Terminmarkt gibt es Monats-, Quartals- und Jahresprodukte hauptsächlich. Deshalb brauche ich auch keine Prognose, die jetzt stundengenau ist, sondern es reicht mir, wenn ich weiß, wie viel Menge ich jeden Monat verbrauche. Das wird hier angezeigt, das ist im Hintergrund die hellgrauen Balken sind es. Zum Beispiel jetzt eben im September 2020 ist hier die Prognose 90.000 Kilowattstunden Grundlast. Und rechts sehen Sie das von der Maus, 18.000 Kilowattstunden Peak, also zu werktags von 8 bis 8 ist das der Bereich, der eben zusätzlich benötigt wird. Und bei diesen Beispielkunden haben wir eben schon 43.000 Kilowattstunden von dem Base-Produkt eingekauft und knapp 4.000 vom Peak-Produkt. Sie sehen es auch angegeben in Prozent. Und jetzt kann man zum Beispiel überlegen, möchte ich in Q3 oder in Q4 oder 2021 eben Strom dazu kaufen. Die dunkelblaue Kurve hier unten ist eben das, was schon eingekauft wurde. Wie gesagt, hier um die knapp 50%. Und ich könnte das so lassen, den Rest einfach in den Spotmarkt laufen lassen. Oder ich könnte eben noch etwas dazu kaufen. Was mache ich, um mir das zu überlegen? Gucke ich mir die Preise an. Hier kann ich zum Beispiel die Preise von den Jahresprodukten angucken. Zum Beispiel das Lieferjahr 2021 ist das nächste. Und Sie sehen, hier gab es auch einen Preisverfall jetzt im Zuge der Corona-Krise. Sie sehen aber auch, ein bisschen ähnlich wie an den Aktienmärkten, ist der Preis inzwischen auch schon wieder gestiegen. Aber er ist immer noch auf einem deutlich niedrigeren Niveau als Mitte letzten Jahres zum Beispiel. Sie können es auch vergleichen, zum Beispiel mit dem Lieferjahr 2022. Das bewegt sich ähnlich, ist aber etwas höher. Und man sieht es an anderen Produkten, zum Beispiel, wenn wir mal die Monate angucken, dann sieht man auch ganz gut, wie sich die auch durch Corona unterschiedlich bewegt haben. Das heißt, ich gucke mir mal das Mai-Produkt an. Das heißt, der kommende Monat, der ist schon sehr, sehr stark gefallen und ist relativ günstig. Wenn ich mir jetzt einen Monat angucke, der weiter weg ist, zum Beispiel den September, dann ist der zwar auch gefallen, aber um sehr viel weniger als der Mai, weil eben die Erwartung ist, dass dort die Produktion wahrscheinlich dann schon wieder anläuft. Das heißt, hier hatte ich einen Abstand zwischen dem Mai-Preis
Und dem Septemberpreis, also der war schon immer teurer, der September, weil ich oft sind die Wintermonate etwas teurer als die Sommermonate. Hier habe ich einen Unterschied von 0,5 Cent. Aber jetzt bei diesem Preisfall war der Unterschied eben, und jetzt ist das immer noch bei, ja, über einem Cent sogar. Ja. Jetzt werden Sie sagen, ich habe ein anderes Geschäft, ich habe nicht die Zeit, mich täglich mit diesen Preisen zu beschäftigen. Das ist richtig, das ist uns auch klar. Soll Sie aber nicht abschrecken, sich trotzdem Gedanken über ein solches Produkt zu machen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel über die Beschaffung vom Jahr 2021 nachdenken, dann können Sie sich hier sogenannte Preisalarme setzen. Das heißt, Sie sehen hier eine Preiskurve, wie sich der Preis entwickelt hat. Aktuell sind wir eben hier bei 3,798 Cent. Und jetzt könnten Sie sagen, okay, ich warte noch, ich gehe davon aus, der sinkt noch und ich möchte vielleicht Bescheid haben, wenn der bei 4 Cent liegt. Dann setzen Sie sich hier ein Limit und bekommen eine E-Mail oder eine SMS, sobald der Preis diese 4 Cent durchbricht. Nach unten können Sie ebenfalls ein Limit setzen, wenn Sie sagen, dann ist der Preis so niedrig, dann decke ich mich ein. Oder, und das ist eigentlich ein sehr schönes Feature, Sie können auch eine relative Preisgrenze angeben. Ist so ein bisschen wie das Stop-Loss-Limit, was man auch bei Aktien setzen kann. Das heißt, man gibt hier eine Grenze ein, zum Beispiel 0,2 Cent. Das heißt, die wird dann definiert von heute plus 0,2 Cent. Und die hat den Vorteil, solange die Preise fallen, geht die Grenze mit runter und löst nicht aus. Aber sobald die Preise dann wieder ansteigen, löst sie eben aus, sobald der Preisanstieg um mehr als 0,2 Cent beobachtet wird. Das heißt, ein festes Limit hat den Nachteil, wenn Sie es hier eingestellt hätten, dann wird es erst hier irgendwo ausgelöst. Dieses relative Limit, wir haben dazu eine kleine Grafik, wo man das ein bisschen verfolgen kann. Da sehen Sie, das rutscht mit nach unten. Aber Sie werden sehen hier, sobald es eben die Kurve schneidet, wird es gerissen. Das heißt aber, selbst wenn Sie es hier eingestellt haben, beim relativ hohen Bereich, wird es eben sehr viel niedriger gerissen. Und darüber kann man auch relativ einfach sich eine Strategie zurechtlegen. Wenn Sie sich überlegt haben, ich möchte vielleicht 50, 70% am Terminmarkt beschaffen und ich mache das in drei oder vier Transaktionen, dann kann man sich bei Vertragsabschluss so ein Limit einstellen und Sie warten einfach ab, bis das Limit gerissen wird. Weil Sie wissen, solange es nicht gerissen wird, sind die Preise am Fallen. Dann müssen Sie eigentlich auch noch nicht aktiv werden. Und sobald das gerissen wird, können Sie beschaffen, stellen sich gleich wieder so ein Limit ein und wenn es das nächste Mal gerissen wird, beschaffen Sie wieder. Wenn man diese Strategie mal anguckt, fährt man damit gar nicht schlecht und man muss nicht täglich den Markt beobachten. Wie gesagt, das ist so eine Möglichkeit, wie man es eben auch Kunden ermöglichen kann, so ein Produkt zu nutzen, nicht alles in den Spot laufen zu lassen, aber eben auch nicht gezwungen ist, täglich den Markt zu beobachten. Gut, nachdem ich das gemacht habe, nachdem ich mir Preise analysiert habe, entscheide ich mich vielleicht, ich möchte jetzt Energie kaufen, würde ich Ihnen dann gerne auch nochmal zeigen, wie das funktioniert. Das heißt, ich habe hier nochmal meine Sicht, meine Prognose auf Monatsbasis. Das ist jetzt hier alles ein bisschen unübersichtlicher, weil die Bildschirmauflösung über das Webinar nicht so ideal ist wie an einem großen Bildschirm. Aber Sie können hier oben dann das Produkt aussuchen. Zum Beispiel sagen wir mal, wir gucken uns das dritte Quartal an, genau, und sehen jetzt hier, 100% meiner Prognose wären 278.000 Kilowattstunden im Base-Bereich. 48% sind gekauft. Und jetzt überlege ich mir, ich kaufe heute vielleicht 20% davon. Dann wird es umgerechnet. 20% bei diesem Beispielkunden entspricht im dritten Quartal 55.000 Kilowattstunden oder einer Leistung von 25,2 kW. Und dann sehen Sie hier auch die Preisentwicklung, die längerfristige seit 2018. Das heißt, der Preis war da auch schon mal bei 4,5 Cent. Er war auch schon mal bei 2,6, liegt eben aktuell bei ungefähr 3,2. Das ist eine Indikation, die hier angegeben ist. Und Sie sehen auch während des Tages,
sieht jetzt nach einer großen Schwankung aus, so groß ist die nicht. Aber man ist eben gestartet bei knapp 3,3 Cent, liegt aktuell bei 3,215. Und jetzt kann ich hier einen verbindlichen Preis anfordern. Da wird dann quasi wirklich direkt beim Handel angefragt und wir bekommen einen Preis zurück. Lege jetzt bei 3,765 Cent und zu dem Preis könnte ich die Energie dann auch einkaufen. Wie gesagt, das Ganze ist ein Demosystem, deshalb ist der jetzt auch weiter weg als der Preis, der hier angezeigt wird. Normalerweise liegen die schon sehr, sehr eng beieinander. Und Sie könnten jetzt sagen, hier diesen roten Block möchte ich jetzt kaufen. Hier nochmal zusammengefasst, die Daten, das heißt das Produkt, die Menge, der Preis. Und Sie gehen auf Kaufen. Normalerweise bekommen Sie dann eine SMS auf Ihr Handy, wie man das auch als mobile TAN beim Online-Banking teilweise kennt. Und dann wird die angegeben. Und Sie können das Geschäft abschließen. Sehen Sie hier nochmal zusammengefasst, die 3,765 Cent. Und jetzt haben Sie hier in der Liste Ihre Transaktionen. Also zwei gab es hier schon bei dem Kunden, die im Laufe des Jahres 2019 gemacht wurden. Und das ist eben unsere Transaktion von gerade eben. Das heißt, das ist ja der Preis. Ich sehe hier den Block. Ich sehe auch, wer das gemacht hat. Ich bin mit diesem Support-User hier eingeloggt. Und ich sehe eben auch, zu welchem Zeitpunkt ich das Geschäft abgeschlossen habe. Und so ein Tool hilft Ihnen eben, so ein Produkt der strukturierten Beschaffung zu nutzen und versucht es eben auch dem Kunden so einfach wie möglich zu machen, dass er da Anhaltspunkte bekommt, wie viel Energie er benötigt, welche er beschafft, welche er beschaffen möchte. Man kann dann eben auch jederzeit sehen, zum Beispiel, wenn ich jetzt den August 2020 anklicke, dann habe ich da drei Transaktionen, die da reinspielen. Ich habe insgesamt 67.000 Kilowattstunden beschafft. Und hier in dem Beispiel hätte ich eben einen Durchschnittspreis von 4,1 Cent. Der ist höher als der heute, weil eben auch zwei Transaktionen schon durchgeführt wurden im Jahre 2019, wo der Preis deutlich höher war. So viel vielleicht als kurzer Überblick über das Portal. Dann würde ich gerne an Lisa zurückgeben. Wenn es noch Fragen gibt oder ich noch was im Portal zeigen soll, melden Sie sich gerne. Ja, vielen Dank, Frank. Dann starten wir unsere letzte Fragerunde in diesem Webinar. Davor würde ich gerne noch mal eine kleine letzte Frage an Sie, Teilnehmer, stellen. Und zwar: Beziehen Sie einen Festpreistarif? Genau, ist vielleicht ganz interessant, nochmal zu erfahren, ob es eben schon Kunden gibt, die von einem Festpreistarif in so einen dynamischen gewechselt sind. Ich fand es ganz interessant vorhin, dass schon kam, dass über 68% der Teilnehmer zumindest über so etwas nachdenken. Das freut mich natürlich, weil wir doch immer noch viele Kunden haben, die dann sagen, ja, das ist Spekulation und so weiter und die zu dem Festpreis tendieren. Ich hoffe, ich konnte vielleicht ein bisschen aufzeigen, dass der Abschluss eines Festpreises eben auch was Spekulatives hat, weil man das Risiko, eben wirklich einen in Anführungszeichen schlechten Zeitpunkt zu erwischen, eine Preisspitze, auch relativ hoch ist und allein durch diese Preisstreuung man dieses Risiko schon deutlich reduzieren kann. Genau, die Antworten sind auch relativ deutlich ausgefallen. 71% unserer Teilnehmer beziehen bereits einen Festpreistarif, genau, und 29% eben noch nicht, ja, damit würde ich jetzt zu den Fragen kommen, die noch hereingekommen sind bei uns, und zwar als erstes: Was bedeuten die negativen Preise aktuell für den Einkauf? Also negative Preise beobachtet man im Strommarkt eigentlich hauptsächlich am Spotmarkt. Am Terminmarkt gab es die meines Wissens noch nicht. Die treten eben häufig dann auf, wenn, wie gesagt, draußen der Wind weht, die Sonne scheint und die Leute nicht arbeiten. Zum Beispiel der Ostermontag war ein sehr gutes Beispiel dafür. Ich weiß jetzt nicht, ob man meinen Screen noch sieht. Ja, sieht man noch. Genau, da haben wir zum Beispiel... Nee.
Ist egal, das war jetzt nicht der Ostermontag, aber im März zum Beispiel der Sonntag, der 22. Dort hatten sie Preise am Spotmarkt von minus 5,5 Cent. Und die bedeuten, dass sie wirklich, wenn sie Energie gebraucht haben, zu diesem Zeitpunkt Geld dafür bekommen haben. Und die werden bei diesem Produkt auch eins zu eins an den Kunden weitergegeben. Das heißt, sie zahlen natürlich weiterhin Netznutzung, Steuern und Abgaben, aber für die Energie selbst haben sie zu diesem Zeitpunkt dann eben nichts bezahlt. Ist eben auch ein Vorteil von so einem Produkt. Wobei das je nach Produktausgestaltung vielleicht auch jeder Versorger ein bisschen anders macht. Wie gesagt, beim Smart Energy werden die wirklich eins zu eins auch an den Kunden weitergegeben. Wir haben noch eine Frage, und zwar lautet diese: Darf ein Kunde, der den Strom am Terminmarkt eingekauft und gespeichert hatte, dann am Spotmarkt wieder verkaufen? Das darf er nicht nur, sondern das macht er quasi ganz automatisch. Das ist eben auch was. Er deckt sich am Terminmarkt ein und das ist auch, was jetzt gerade bei Corona bei vielen Kunden eben passiert ist. Das konnte keiner mit rechnen mit so etwas. Die Energieverbräuche sind zurückgegangen und dann ganz automatisch wurde die geht nicht verloren, die Energie, sondern die wird am Spotmarkt abverkauft. Er hat aber auch die Möglichkeit, das habe ich vorhin nicht gezeigt, er muss das nicht abwarten, bis die am Spotmarkt abverkauft wird. Er kann auch hergehen und die hier über dieses Portal aktiv selbst verkaufen. Das geht natürlich nicht im laufenden Monat, aber es gab doch durchaus Kunden, die eben im Laufe des, ja, Ende März schon für den April oder den Mai gesagt haben, okay, mein Hotel wird schließen, ich werde einen deutlich geringeren Stromverbrauch haben als gedacht. Ich verkaufe die Energie auch am Terminmarkt noch. Vor dem Hintergrund, dass ich da noch mehr Geld bekomme als vielleicht am Spotmarkt. Und das haben auch einige Kunden so genutzt, weil sonst das Verkaufen Energie von den Kunden eher selten genutzt wird, weil man ja dann versucht, den Verbrauch zu decken, ist das Verkaufen eigentlich eine Funktion, die eher selten genutzt wird. Dann habe ich noch eine weitere Frage. Was passiert mit dem Strom, den ich zu viel eingekauft habe? Genau, geht ein bisschen in die gleiche Genau. Richtung. Wie gesagt, ich habe die zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder, wenn ich noch ein bisschen mehr Vorlauf habe, das heißt jetzt noch für den Mai, den Juni, kann ich die am Terminmarkt abverkaufen. Genauso wie der Kauf, könnte ich noch mal zeigen, aber ich glaube, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Sieht genauso aus wie der Kauf vom Prozess. Und wie gesagt, die andere Möglichkeit ist einfach, ich tue gar nichts. Die geht nicht verloren, wird am Spotmarkt abverkauft. Ich habe halt oft das Problem, wenn es so eine Krise ist wie jetzt, dass dann natürlich viele den Strom nicht brauchen oder weniger brauchen und dass er deshalb eben auch weniger wert ist, sprich ich weniger dafür bekomme, als ich vielleicht bezahlt habe. Aber da ist diese Corona-Situation natürlich schon eine sehr besondere. Eine weitere Frage lautet: Ist dieses Tool ein NBW-spezifisches Produkt oder auch bei Marktbegleitern anwendbar? Kannst du mal sagen, beim Markt? Ist dieses Tool ein NBW-spezifisches Produkt oder auch bei Marktbegleitern anwendbar? Also das Tool, was ich jetzt gezeigt habe, ist natürlich ein NBW-spezifisches Tool, das ist klar. Andere haben sowas auch, vielleicht in anderer Ausprägung. Es gibt auch Versorger, die nicht so ein Tool haben, wo die Kommunikation rein telefonisch erfolgt oder früher auch teilweise oft bei Fax. Und ich sage mal, Marktbegleiter, wenn Sie jetzt an einen Energieberater denken, das Modell gibt es schon oft, dass der Kunde quasi so einen Vertrag abschließt und er hat gleichzeitig noch einen Energieberater, der für ihn die Beschaffung übernimmt oder ihn dann auch berät und dann auch die Beschaffung für den Kunden durchführen kann, wenn der Kunde ihn dazu ermächtigt. Das heißt, wir können ja mehrere Benutzer anlegen, eben auch einen Energieberater. Und dann kann der Energieberater quasi diese Bewirtschaftung für den Kunden übernehmen. Der Energieberater beschäftigt sich natürlich mehr mit dem Energiemarkt, mit der Preisentwicklung, was der Kunde vielleicht selbst nicht machen möchte und hat dadurch ja eben auch eine Möglichkeit, alle Funktionen zu nutzen, die wir hier kurz gesehen hatten. Danke dir. Dann kam noch eine Frage: Wie ist das Entgelt, das der Kunde an NBW für die Nutzung der Plattform zahlt, strukturiert? Festpreis, mengenabhängig oder ähnliches?
Also es ist mengenabhängig, ja, weil wir natürlich auch Fixkosten haben, die wir irgendwie umlegen und dann dementsprechend verbrauchsabhängig einen niedrigeren oder einen höheren Preis anbieten können. Es gibt beide Modelle mit Grundpreis und ohne Grundpreis. Ist so ein bisschen, ja, wie gesagt, auch abhängig vom Verbrauch des Kunden, auch vom Verbrauchsprofil. Ich hatte es im ersten Teil erwähnt, dieses Ausgleichsenergierisiko, die Prognose liegt ja weiterhin beim Energieversorger. Und zum Beispiel ein Kunde, der einen Standard-Dreischichtbetrieb hat, jeden Tag die gleiche Menge verbraucht, lässt sich sehr, sehr einfach prognostizieren. So ein Kunde bekommt auch einen niedrigeren Preis angeboten als vielleicht, ja, eine Aluminiumgießerei, die ihren Hochofen mal anstellt, mal abstellt, und ich als Versorger gar nicht abschätzen kann, wann sie das tut, den kann ich schlecht prognostizieren, der bekommt eben auch einen höheren Preis angeboten. Ein weiterer Teilnehmer fragt, was gegen eine Spotmarktbeschaffung spricht. Ja, schwierige Frage, weil meistens wird die andersrum gestellt. Und die Leute haben ein bisschen, ja, Bedenken vor dem Spotmarkt. Aber gut, was dagegen spricht, ist, sie haben natürlich schon auch mal Preisspitzen von, ja, ich habe es jetzt hier in dem nicht als Beispiel, aber ja, hier zum Beispiel 6,4 Cent. Es gab auch schon mal 18, 9 Cent, aber das sind meistens nur einzelne Stunden. Sie haben halt den Nachteil, Sie kennen den Preis immer erst heute für morgen. Den für übermorgen, für nächste Woche, der ist unbekannt. Und das birgt so eine gewisse Unsicherheit. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn man sich den Durchschnittspreis mal anguckt, fährt man in der Regel gar nicht schlecht mit dem Spotmarkt. Aber man muss eben mit gewissen Preisschwankungen auch umgehen können. Das ist eigentlich eine kurze Antwort auf die Frage. Super, vielen Dank dir. Eine letzte Frage hätte ich noch. Und zwar, könnte man sich ein Angebot von NBW errechnen lassen, wenn der Energieberater die Informationen liefert? Ja, klar. Also was wir brauchen, ist in der Regel eben eine Aussage zum Verbrauch. Ich habe schon gesagt, der Kunde braucht einen Lastgangzähler. Und eigentlich wie beim Festpreis, die Kunden reichen in der Regel eben einen historischen Lastgang vom Vorjahr ein. Und den ziehen wir auch in Betracht, weil gerade, wie gesagt, so diese Prognosefähigkeit, die ist eben Lastgang abhängig. Und dazu brauchen wir den Lastgang. Aber wir können deutlich einfacher ein Angebot eben errechnen und machen als bei einem Festpreis, weil wir das eben nicht ganz so genau durchrechnen müssen, weil wir den Strom eben nicht aktiv kaufen als Versorger, weil das der Kunde dann eben selbst tut. Aber wie gesagt, die Anfrage ist eigentlich ähnlich und kann in Teilen oft auch schneller beantwortet werden als ein klassisches Festpreisangebot. Ich habe noch eine gute letzte Frage, und zwar, wie viel Zeit pro Tag bzw. pro Woche muss ich investieren, um mit dem Tool umzugehen? Gibt es da einen Also Richtwert? das Tool, einen Richtwert gibt es natürlich nicht, leider, aber das Tool ist schon so aufgebaut, dass es versucht, dass es dem Benutzer möglichst einfach zu machen. Ich bin jetzt ja relativ schnell durchgegangen. Viele Kunden sagen vorher dann auch, ja, das ist schwierig und das müssen Sie mir mal zeigen. Das machen wir dann natürlich auch. Die meisten Kunden sagen dann aber im Nachhinein oft, ah ja, das ist ja gar nicht so schwierig, wenn Sie es mal ausprobiert haben. Es gibt auch eine Anleitung dazu. Es gibt diverse Mouse-Overs, die einem da helfen. Und wir stehen natürlich auch immer zur Verfügung, dass man uns anrufen kann und sich das auch nochmal erklären lassen kann. Und jetzt Zeitbedarf. Wie gesagt, das geht ein bisschen von bis. Es gibt Kunden, die machen gar nichts. Die lassen alles in den Spot laufen. Zeitbedarf null. Und es gibt Kunden, die gucken da wirklich täglich mal rein. Wobei man aber auch sagen muss, täglich reingucken ist die Ausnahme. Viele setzen sich vielleicht so Limits, gucken alle 1, 2, 3 Monate mal aktiv rein, es sei denn, sie werden benachrichtigt. Das ist so ein bisschen abhängig von der Größe des Kunden, wie stark der Energiemarkt für sie relevant ist, auch für die Produktion. Und dann kann man eben dort auch mehr oder weniger Zeit investieren. Super. Dann kam bis jetzt keine weitere Frage mehr rein. Ich würde diese zweite Fragerunde dann einfach schließen. Und ja, somit sind wir am Ende unseres Webinars angekommen. Ich möchte mich bei dir, Frank, und bei all unseren Teilnehmern für die Anwesenheit und die rege Teilnahme bedanken und noch auf
zwei Termine hinweisen. Und zwar zum einen unser nächstes Webinar am 19. Mai von 11 bis 12 Uhr. Es geht da um das Thema Post-EEG und Direktvermarktung. Unsere Experten werden da einfach mit über die Herausforderungen und Lösungen sprechen. Und weiterhin haben wir einen Digital Showroom etabliert bei uns, den es in mehreren Terminen geben wird. Der nächste ist am 28. April von 10 bis 11 Uhr. Dazu finden Sie auch immer alle Informationen auf unserer Website bei den Events. Und ansonsten freuen wir uns auf jeden Fall über jegliches Feedback, Anregungen oder auch weitere Fragen, fachliche Fragen an Frank. Gerne per E-Mail oder an uns, virtuelles-kraftwerk@nbw.com. Sie erhalten, wie schon zu Beginn gesagt, das Webinar, also die Aufzeichnung davon per E-Mail. Und somit wünschen wir vom virtuellen Kraftwerk Ihnen noch einen schönen Tag und hoffen, dass wir Sie bald wieder bei uns begrüßen dürfen. Tschüss. Vielen Dank auch von mir. Tschüss.